Hallo, ich bin Erik. Ich habe mit dir am Funkgerät gesprochen. Das ist mein Sohn Joshua. Ich danke dir vielmals, dass du uns aufnimmst. Wie ich schon sagte, ich will helfen. Wenn du mich brauchst, gehe ich sofort auf die Jagd, solange du auf Joshua aufpasst. Kannst du das tun? Kannst du ihn beschützen? Das kannst du doch, oder? Rip Dad, ey. Warum müssen die mal alle eine Knarre haben und dann schießen die einfach wie die Irren immer drauf los? Die sind so fucking dämlich, Team. Leute immer. Ich hab ne Knarre. Peng, peng. Ich bin blöd. GG's. Ich dachte, er wäre links. Er läuft in seinen Weg wie ich, Alter. Er steht einfach hinter mir. Du ahnst das nicht.
Versprich es mir. Versprich es mir, dass du keinen Ton von dir gibst. Jetzt ist Laura mehr Feind als das Monster, ey. Vielen Dank, dass Sie mich und meinen Sohn aufgenommen haben. Ich bin Krankenschwester und ich bin bereit, Ihnen allen für Ihre Freundlichkeit und medizinischen Rat zu danken. Allerdings werde ich nicht direkt mit jemandem interagieren, der starke Schmerzen hat. Das Risiko, dass Sie schreien oder um sich schlagen und etwas umstoßen, ist zu groß. Und ich kann nicht riskieren, dass Cameron ohne Mutter zurückzulassen. Ich hoffe, Sie verstehen das. Cat. Kann man sogar sprinten und reden. Ist hier ein Safe Space? Ich glaube, das ist ein Safe Space. Erreiche die Straße hinter dem Campingplatz. Tag 120. I can't do this without you. I'm drowning. I don't know which way's up. Hier ist wirklich ein Lager, ne? Smart. Aber müsste nicht prinzipiell von der Logik her eigentlich jedes Monster sich hier versammeln, weil es die ganze Zeit hier laut ist? Wie konnte es so weit kommen? Ich kann es nicht glauben. Dad ist tot. Hat sie ihn etwa absichtlich umgebracht? War es eine Art Rache? War es ein Unfall? Und wozu? Wenigstens hat diese Kreatur sie erwischt. Nein, das meine ich nicht wirklich. Ich bin alleine. Ich kann das nicht. Ich kann nicht. Thank you.
Sandsäcke. Nimm einen Sandsack mit und schütte Sand auf laute Oberflächen. So verursachst du weniger Lärm, wenn du darauf läufst. Gute Nachrichten. In der Nähe gibt es ein paar Sandsäcke. Wenn jeder von uns sich einen schnappt, können wir einen Weg schaffen, auf dem die Kreaturen uns nicht hören können.
Post-Rock Madness von Liam und Adrian Nope. Wofür waren die ganzen anderen Wege? Charaktername Gwen, Spielername Gwen, Klasse Blutpoet, Stufe 6, folgt Nachbrut.